können und besser die Verletzten versorgen können. Ein Unbekannter hat am Dienstagabend also auf oder bei einem Straßburger Weihnachtsmarkt mit einer Schusswaffe das Feuer eröffnet. Zwei Menschen werden als getötet gemeldet. Die Polizei geht von einem terroristischen Hintergrund aus. Das haben die Behörden im Moment auch bestätigt zu dieser frühen Stunde. Und wie bei solch tragischen Ereignissen immer wieder ist es, dass